Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Klimastufe der Kanarischen Inseln, nämlich die thermokanarische Stufe. Und bei der haben wir jetzt ein Problem, deswegen seht ihr mich auch nicht und hört mich nur, denn die ist weitestgehend bewohnt, schlicht und ergreifend. Ne? Also die allermeiste Fläche sind schlicht Dörfer bzw. Acker bzw. Bananenplantage, also letzteres durchaus flächenmäßig sehr häufig vertreten. Und das macht jetzt die Naturlandschaft, die ursprüngliche Naturlandschaft, eher schwierig zu erleben. Und drum fehlt es mir da auch ein bisschen an, ja, zumindest mal Bewegtbildmaterial. Ich habe ein paar Fotos gemacht und wir werden auf ein paar Pflanzen, die eigentlich in dieser Stufe zu finden wären, und natürlich auch auf die Ökologie dieser Stufe, wie das da eigentlich anzutreffen wäre, trotzdem natürlich noch eingehen. Ne? Wenn man ein bisschen mehr von dieser Stufe sehen möchte, wo dann eben auch die Vegetation verwirklicht ist, die dahin gehört, dann ist Teneriffa tatsächlich die falsche Insel. Gut geeignet sind da insbesondere die Schluchten auf zum Beispiel Gran Canaria, die dann nicht so dicht besiedelt sind, und dann kann man in diesen Schluchten durchaus auch einiges davon sehen, was da normalerweise so rumstehen würde. So, aber gucken wir uns jetzt mal erstmal ein Beispiel an. Ja, und das wäre hier zum Beispiel Masca mit dem dazugehörigen Garten, in dem aber eben auch viel typische Vegetation, die da auch ursprünglich hingehört, drin wächst. Ne? Also wir haben hier Palme, wir haben hier diverse Büsche, wir haben zum Beispiel auch den Feigenbaum, der auch durchaus essbare Früchte liefert. Und nochmal die Landwirtschaft und vor allen Dingen das Kleingartentum der Bewohner der Kanarischen Inseln finden vor allen Dingen in dieser Stufe statt. Kleingartentum, damit meine ich, dass es einfach wirklich viele Leute sich hinterm Haus einfach einen kleinen Garten anlegen und da das anbauen, was sie selber so gerne essen. Das könnten sein Kartoffeln, das könnte sein Mais, da wächst natürlich auch Paprika, Tomaten, ein paar Bananen, wer das dann haben möchte, und alles Mögliche. Also im Grunde kann es eigentlich fast jede Nutzpflanze, sofern es nicht eine ist, die einfach die Hitze nicht erträgt, die hohen Temperaturen nicht erträgt, kann eigentlich fast jede Nutzpflanze da angebaut werden. Notfalls mit Bewässerung, das ist aber hinterm Haus auch kein großes Thema. Ne? Einen kalten Winter gibt es nicht. Kann man sich auch sicher sein, dass es den nicht gibt, und dementsprechend tropische Pflanzen, subtropische Pflanzen, aber auch welche der gemäßigten Breiten, weil die wachsen auch ohne Winter, geht das auch. Man könnte da auch Erdbeeren theoretisch irgendwie hinpflanzen und auch die würden durchaus wachsen. Die Böden sind im Regelfall sehr gut und sehr fruchtbar, sofern es dann überhaupt vernünftige Böden gibt. Das ist das nächste Problem und da müssen wir uns kurz ein bisschen mit auseinandersetzen. Also mal ein paar Grundzüge der Bodenentwicklung auf vulkanischem Gestein. Hier haben wir noch völlig unentwickeltes vulkanisches Gestein. Das ist einfach wirklich nur Stein und eine Wurzel findet dazwischen keinen Halt. Dazu kommen dann noch Wind, Hitze, wenn die Sonne drauf brennt, fehlendes Wasser, weil sich auch kein Wasser in dem Gestein selber, also ein bisschen schon, aber kaum Wasser da halten kann. Und das ist eigentlich nicht besiedelbar für eine Pflanze. Aber das da ist jetzt ein bisschen ein etwas, ja, älterer Boden, also der liegt schon länger da, und da sind jetzt diese Klötze von vulkanischen Gesteinen, die wir gerade noch gesehen haben, langsam schon am zersetzt werden und am kaputt gehen, am zerkleinert werden und zerkleinert zu feinem Material. So, und zwischen feinem Material finden jetzt die ersten Wurzeln auch entsprechend Halt und der erste richtige Boden bildet sich überhaupt. Also eine Gesteinswüste, wie gerade gesehen, da ist ja, aufgrund der Tatsache, dass es gar kein Feinmaterial, in dem eine Wurzel sich festhalten könnte, gibt, eine Pflanzenentwicklung nicht wirklich möglich, jedenfalls nicht für höhere Pflanzen, die eine Wurzel haben. Das trifft hier auf die meisten zu und vor allen Dingen die landwirtschaftlich nutzbaren Pflanzen sind natürlich alles höhere Pflanzen, die nun mal eine Wurzel brauchen. So, und hier haben wir also einen sehr, sehr jungen Boden, der ist noch dadurch zu erkennen, dass die Farbe des basaltischen Gesteins, nämlich schwärzlich, noch sehr gut zu sehen ist. Das Ganze ist noch nicht sehr zerkleinert, aber erste Pflanzen treten bereits auf. Und sowas ist ein vulkanischer Rohboden, nennt man das dann. Der hat zwar sämtliche Nährstoffe,
massiv viele vorhanden. Ne? Also da ist alles drin. Calcium, Magnesium, Eisen, Mangan, Kalium, Phosphat, alles drin. Nur blöd, meistens nicht in pflanzenverfügbarer Form. Weil um von der Pflanze aufgenommen und von der Pflanze genutzt zu werden, muss das eben in kleinen Partikelchen in einer, ja, in einem Sand, mindestens sandigen, wenn nicht hin sogar tonigen, kleinpartikeligen Boden vorliegen, in Kombination mit Wasser. Ohne Wasser können auch keine Nährstoffe aufgenommen werden, beziehungsweise die Nährstoffe, Mineralien, Calcium, Magnesium etc., werden immer mit dem Wasserstrom von der Pflanze aufgenommen. Ja, und in so einem Boden geht es jetzt langsam los, dass ich ein bisschen das Wasser drin halten kann, damit ein bisschen auch die Mineralien rausgelöst werden und damit ist alles prima. Einziges Problem, auch wenn alle Nährstoffe im Überfluss erstmal vorhanden sind, ist eben das Wasser muss auch da sein. Und das ist ein generelles Thema auf den Kanarischen Inseln. Die niederschlagsreichen Gebiete, die haben sowas um die 4, 5, 450 Millimeter Jahresniederschlag. Das ist immer noch ziemlich wenig. In Anbetracht der Temperaturen, die da herrschen, ist das also alles eine ziemlich trockene Landschaft, semi-arid, bis hin zu tatsächlich ganz arid, um mal diese Begriffe zu verwenden. Und drum dauert auch die Bodenentwicklung relativ lange, obwohl sie eigentlich von den verfügbaren Nährstoffen sehr schnell gehen würde. Da kommt dann aber halt eben das fehlende Wasser auch noch dazu. Das heißt, Tiere und eben andere Mikroorganismen und Ähnliches, die jetzt dabei helfen könnten, diese vulkanischen basaltischen Gesteine zu zerkleinern, die sind alle auf Wasser angewiesen und dadurch, dass das fehlt, brauchen sie viel länger Zeit, um einen richtigen Boden zu bilden, als das ja unter deutschen Bedingungen zum Beispiel der Fall wäre. Hier ist zwar nicht so schön warm, aber hier ist immerhin schön nass. Ja, und was wir jetzt hier um dieses Pflänzlein, das ist auch eine Euphorbie, was da unten, der Name unten links in der Ecke, den will ich gar nicht aussprechen, das ist der spanische Name. Aber was wir da drum rum haben, das sind so die Hauptböden, die wir auf den Kanarischen Inseln meistens finden können, insbesondere in der Klimazone, in der wir uns gerade befinden. Denn das sind quasi so eine Art Braunerde. Ja? Also ein Standard Mischboden mit allen möglichen Partikelchen drin, allen möglichen Nährstoffen drin und das Vorhandensein von allem äußert sich in einer braunen Erde. Braunerde eben entsprechend. Und ja, also sehr, sehr nährstoffreich, eine sehr fruchtbare Braunerde und die hat so Tiefen, in die die Wurzel gehen kann unter normalen Bedingungen, wenn sie dann nicht irgendwie sich zwischen zwei vulkanischen Felsen noch irgendwie in der Kluft dazwischen runtergräbt. Aber unter normalen Bedingungen sollten sie Tiefen von so 50 bis vielleicht 70 Zentimeter aufweisen, teilweise auch mal nur 30. Das ist gar nicht so verschieden von Deutschland. Auch unsere Braunerden sind in seltenen, nur in seltenen Fällen deutlich viel mehr tiefgründiger als 1 Meter oder sowas um den Dreh. Ne? Also es gibt auch Regionen, da haben wir teilweise auch Braunerden mit nur 30 Zentimetern. Also von daher gar nicht so verschieden von uns. Nur haben die ziemlich lange gebraucht, um sich zu bilden und man findet solche fruchtbaren, auch wirklich normal nutzbaren Ackerböden in Anführungszeichen. Normal nutzbar meint, da kannst du einfach sowas reinpflanzen, ohne noch vorher irgendwas vorbereiten zu müssen. Die findet man meistens nur auf den alten Teilen der Insel, wo eben seit vielen, vielen Hunderttausenden von Jahren keine neue Lava drüber geflossen ist. Und drum sind die relativ knapp und findet man eigentlich dann meistens ja in Hanglage eigentlich fast nur vor. Weshalb man dann auch darauf angewiesen ist, für die landwirtschaftliche Nutzung der Inseln irgendwelche Terrassen auszubilden, weil in Hang, in Schräglage Zeug anpflanzen ist immer blöd. Terrassen sind also das Mittel der Wahl. Ein Beispiel hinterm Zaun für einen Bauernhof der thermokanarischen Stufe. Der ist jetzt schon relativ weit oben. Man sieht es daran, dass drumherum Wald ist. Aber nichtsdestotrotz befinden wir uns da schon noch so ein bisschen in der thermokanarischen Stufe. Und
Landwirtschaft sieht hier meist so aus, dass man eben immer am Hang irgendwie baut. Die komplette Insel besteht aus leichtem Hang, nahezu. Ja, wenn man jetzt gerade nicht in einem Vulkankrater hockt oder in einem sehr tiefen Tal, dann hat man es immer mit irgendeinem Tal zu tun, beziehungsweise mit irgendeinem Hang und muss dann halt wirklich Terrassen ausbauen, wenn man eine ebene Fläche haben möchte, was für die Landwirtschaft schon sehr hilfreich ist. Und das hat man auch getan. Also man wird kein Feld finden auf der Insel, das nicht in irgendeiner Form eine Terrasse ist, und darum ist das schon relativ relevant. So, die Böden, die wir hier sehen, sind jetzt wieder diese Braunerden, wie gerade hier allerdings nicht ganz so braun, weil lange nicht mehr bewirtschaftet. Die sind jetzt oberflächlich etwas verwittert. Man müsste da ein bisschen pflügen, dann kommt das Braune auch wieder zum Vorschein und dann wären die wahrscheinlich auch noch lange fruchtbar. Bleibt das Problem der Bewässerung, das hatte ich in einem anderen Teil ja schon erwähnt. Man legt dann auf diese Felder traditionell gerne eine Schicht von zum Beispiel Bimsstein, also eine weiße Schicht aus, die das Wasser eben auf dem Feld hält, wenn es dann doch mal drauf regnet, beziehungsweise Tau, wenn morgens Tau daherkommt, auch aufsaugt und dann später ans Feld abgibt, um die Bewässerung möglichst zu reduzieren. Natürlich ist auch eine ganz reguläre Bewässerung tatsächlich mit dem Gartenschlauch, mit dem Sprenkler, mit was auch immer möglich. Um das Wasser allerdings möglichst schonend auszubringen und sparsam auszubringen, gibt es als modernes Bewässerungskonzept meistens irgendwelche Schläuche, die sogar im Boden verlaufen und dann im Boden das Wasser abgeben. So funktionieren auch diese Gärten, wie wir hier jetzt gerade einen sehen können. Die sind also eigentlich alle darauf ausgelegt, dass die ohne Bewässerung sofort eingehen würden, obwohl es da meistens natürliche Pflanzen, die auch natürlich auf der Insel vorkommen, gibt und die auch in der richtigen Klimazone sich befinden. Also Gärten der Dörfer, die in der thermokanarischen Stufe liegen, beinhalten meistens auch die Pflanzen der thermokanarischen Stufe, die allerdings eben auch wieder nur selten wären oder Schwierigkeiten zu wachsen hätten oder nur an sehr günstigen Orten in dieser Pracht wachsen würden, wenn es keine künstliche Bewässerung gäbe. Jetzt muss man allerdings auch noch dazu sagen, dass die künstliche Bewässerung schon seit vielen, vielen hundert Jahren, nahezu seit der Besiedlung der Insel, also spätestens mit die Besiedlung der Insel von den Europäern, spätestens ab da war die künstliche Bewässerung gar nicht mehr wegzudenken und das gesamte System Landwirtschaft auf den Kanarischen Inseln funktioniert über Kanäle, die man zum Teil auch in den Berg reingegraben hat. Teneriffa hat zum Beispiel viele, viele, viele Kilometer von unterirdischen Kanälen, in denen das Wasser eben über die Insel verteilt wird, von oben im Berg quasi abgefangen, dann unterirdisch zu den Bereichen transportiert, wo man es braucht. Man wird auch auf der Insel keinen einzigen Fluss finden, wenn man nicht ganz genau weiß, wo es vielleicht doch eventuell einen gibt, aber richtige Bäche und Flüsse gibt es quasi nicht. Das vulkanische Gestein ist eben sehr aufsaugend, sehr klüftenreich und das Wasser versickert sehr schnell, sehr, sehr tief, sodass Oberflächenwasser fast nicht anzutreffen ist. Davon abgesehen würde es auch sehr schnell verdunsten aufgrund der langfristig hohen Temperaturen und dem nur kurzfristigen hin und wieder mal Auftreten von größeren Niederschlagsmengen. Ja, aber noch einmal zurück zum Boden. Hier sehen wir solche Furchen mit Bewässerungsschlauch. Denken wir uns den Bewässerungsschlauch doch einfach mal weg und fragen uns dann trotzdem, wofür sind denn diese Furchen gut? Warum werden denn sämtliche Pflanzen in solchen Furchen ausgebracht? Ja, und das hat mehrere Gründe, weil erstens, wenn die Böden noch jung sind, dann sind sie eben sehr flachgründig und die Pflanze hat eine lange Wurzel. Da kann es also von Vorteil sein, wenn man nur auf dem Kamm dieser jeweiligen Furchen, also den höchsten Punkt, sein Gemüse anpflanzt, das dann eben eine lange mehr Platz für die Wurzel hat, einfach weil es weiter nach oben gelegt worden ist. Oder alternativ, man nutzt die Tatsache, dass je nachdem, wie der Sonnenstand ist, auch ein wenig mehr Schatten im Tal dieser Furchen herrscht und eben im Tal dieser Furchen auch sich mehr Wasser sammelt, wenn dann eben mal Niederschlag in Form von Tau ankommt. Also das sind so ein paar Punkte, weshalb das möglicherweise sinnvoll sein kann. Offenbar reichen diese paar kleinen Unterschiede und kleinen Vorteile aus, dass die meisten bestellten Felder, die ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, tatsächlich diese interessante Furchung aufweisen. Und man pflanzt dann im Regelfall, manchmal habe ich auch auf den Kämmen der Furchen gesehen, also an den höchsten Punkten, aber im Regelfall in den Tälern dazwischen, ne? Auch dazu habe ich leider kein besseres Bild.
So, da nochmal zurück zum Diagramm. Die thermokanarische Stufe hier eben in gelb, die gelben Bäumchen. Einer auf der linken Seite, auf der Nordseite, der zwischen 200 und 400 Metern quasi. Das soll eben ein Drachenbaum sein. Den gucken wir uns auch gleich noch genauer an. Und was wir hier auch nochmal schön sehen können und was auch nochmal wichtig ist, sich klarzumachen, dass die thermokanarische Stufe quasi den Übergang bildet zwischen deutlich unter den Wolken und abseits der Wolken, also die infrakanarische Stufe mit noch einer sehr viel höheren Trockenheit und eben der mesokanarischen Stufe in den Wolken, wo wir es dann eben mit dem Kiefernwald zu tun bekommen werden, den wir dann in einer späteren Folge noch sehen. Aber gerade auf der Insel Nordseite, also hier im Bild jetzt links, sehen wir, da ist nur ein kleiner Drachenbaum von 200 bis 400 Metern und danach geht es auch schon mit dem Lorbeerwald, das sind diese grünen Bäumchen, hell, dunkel, giftgrün, also naja, die mit dem Laub, ne, unter der Wolke. Da geht es dann schon mit dem Lorbeerwald los. Das heißt, auf der Insel Nordseite ist die thermokanarische Stufe ziemlich wenig ausgeprägt. Die gibt es dann auf der Insel Südseite etwas stärker und sie beinhaltet eben verschiedene Ökosysteme, die in der gleichen Stufe liegen, nämlich einerseits eben den Lorbeerwald auf der Nordseite und gleichzeitig aber auch eben den thermophilen Trockenbusch. Also das, was wir jetzt gerade auch schon in Bildern so ein klein wenig gesehen haben und die vor allen Dingen landwirtschaftliche Nutzfläche der Kanarischen Inseln, das liegt zum einen im thermophilen Trockenbusch, ja, den wir jetzt auch hier behandeln, und eben in den Flächen, die mal Lorbeerwald gewesen sind, aber gerodet worden sind. Ja, relativ simpel. So, und da man eben vom thermophilen Trockenbusch so wenig sieht, es sei denn, man hat die Erlaubnis, Wanderung durch die Maskar-Schlucht zu machen, ist sicherlich eine der ja immer wieder genannten Highlights für an Touristenattraktionen auf Teneriffa, die Maskar-Schlucht. Da muss man sich allerdings ewig früh anmelden. Das kostet auch irgendwie 20 Euro, dass man da durchlaufen kann, weil da haufenweise Touristen verunglückt sind, die da halt mit Flipflops durch wollten. Das ist halt trotzdem eine vulkangeprägte Landschaft. Daher raues Land, steile, felsige Wege und so weiter. In dieser Maskar-Schlucht kann man jedenfalls wunderbar diese thermophile Trockenbuschlandschaft auch in Naturform sehen. Aber da ich da nicht war, begnügen wir uns jetzt leider nur damit, dass wir jetzt noch zwei, drei spannende Pflanzen aus eben dieser Vegetationszone uns angucken. Und dann soll es das für diesen Teil auch gewesen sein. Die anderen werden dann auch wieder ein bisschen bildmaterialreicher und ja, vielleicht ein bisschen einprägsamer. Ich hoffe aber, hiermit könnt ihr trotzdem auch was anfangen. Der Vollständigkeit halber braucht auch diese Zone ein eigenes Video. So, weiter geht's mit jetzt erstmal dem Drachenbaum in aller Ausführlichkeit, weil der ist schon wirklich ganz was Besonderes. Und da ist er auch schon. Das ist genau genommen sogar der Drachenbaum. So ziemlich wahrscheinlich der berühmteste überhaupt. Es dürfte auch der größte sein, den es weltweit so gibt. Das ist der Dragomillenario. Ich hoffe, ich spreche den korrekt aus. Ich vermute mal, das soll so viel wie tausendjährig heißen. Tatsächlich ist der Drachenbaum eine der wenigen Pflanzen, wo sich Alexander von Humboldt mal fundamental geirrt hat, weil der war der Meinung, aufgrund welcher Faktoren auch immer, auch wenn er das nie so hundertprozentig ausdrücklich irgendwo aufgeschrieben hat, dass so ein Drachenbaum wahrscheinlich mehrere tausend Jahre alt ist. Von 5.000 bis 6.000 Jahren darf in mancher Literatur sogar ausgegangen werden. Das soll Humboldt wohl mal so gemeint haben. Und da das hier auch schon zu Humboldts Zeiten wahrscheinlich einer der größten und dicksten gewesen sein dürfte, hat er den wohl gemeint mit dieser sehr, sehr hohen Altersschätzung. Man hat dann relativ schnell herausgefunden, okay, das ist vielleicht etwas zu viel des Guten, als dann später weitere Botaniker auf der Insel unterwegs waren und hat ihn dann auf 1.000 Jahre geschätzt. Und das mit diesen 1.000 Jahren, das kann man bis heute immer mal wieder hören, dass der 1.000 Jahre oder noch älter sein soll. Je nachdem, wen man fragt, auch Einheimische sind da zum Teil fest davon überzeugt, ist
Käse. Wir wissen heute ziemlich genau, dass sich ein Drachenbaum jedes Mal, wenn er sich verzweigt, vorher einmal geblüht hat. Ne? Und wir wissen ebenfalls ziemlich genau, dass die Zeit zwischen einer Blüte, insbesondere am selben Baum, ziemlich ungefähr 15 Jahre beträgt. Also das können mal 12 sein, das können mal 17 sein, vielleicht sind es auch mal 20 oder mal 10, aber auf die Dauer und insbesondere über Jahrhunderte hinweg sind 15 Jahre schon ein ganz guter Durchschnittswert. Ja, und da er jedes Mal sich verzweigt, nachdem er geblüht hat, das gucken wir uns gleich noch genauer an, braucht man jetzt nur die Verzweigungen des Baumes zurückzurechnen bis zum Stamm letztendlich und kommt dann drauf, wie viele Verzweigungen hat er. Das heißt, er hat so und so oft geblüht und dann rechnen wir nochmal einmal 15 bis 20 Jahre drauf bis zur allerersten Blüte. Da geht es ein bisschen länger, bis die einsetzt. Das kann auch mal 25 Jahre dauern und dann kommt man ziemlich genau auf ein Alter im Fall von diesem Exemplar hier von circa 400 Jahren, was durchaus sehr stattlich ist und was wahrscheinlich auch der älteste Drachenbaum, zumindest der älteste Dracaena draco, ist, den es derzeit so gibt auf der Welt. Aber ja, 400 und nicht 1000 und schon gar nicht 5 bis 6000. Die Sache mit den Verzweigungen kann man hier nochmal ganz schön sehen. Also jedes Mal, wo wir wirklich einen kleinen Winkel in den dünneren oberen Ästen drin haben, war vorher eine Blüte. Und man sieht da oben jeweils diese lanzettlichen Blattbüschel, die sind immer, können nur an der obersten Stelle jeweils stehen. Das ist beim Drachenbaum so. Der ist nicht wirklich ein Baum, aber dazu kommen wir nachher noch. Und hat halt damit eben diese primitive, in Anführungszeichen, Einschränkung, dass er nur immer an der Triebspitze blühen kann, beziehungsweise nur da Knospen ausbilden kann, aus denen sich dann ein Blatt oder eine Blüte entwickelt. Und aus irgendwelchen Gründen hat die Evolution wohl für eine gute Idee gehalten, muss er, nachdem er geblüht hat, eine Verzweigung machen. Und zwar mindestens eine doppelte, also diaxial. Soll heißen, nach der Blüte trennt sich der Haupttrieb und wird zu zwei. Es kann dann sein, wie wir zum Beispiel im, ja, ich sag jetzt mal unteren Bereich sehen, da sehen wir so knottelige Äste, die aber trotzdem nur ein Ast sind und verschiedene Verzweigungen aufweisen, wo aber kein zweiter Ast abgeht. Da sind die der jeweils zweite Trieb nach dem Trennen, nachdem es eine Blüte gab, ist da einfach abgestorben und dann im Laufe der Zeit abgefallen. Also das geht auch, dass die eine Hälfte von diesen mindestens zwei Trieben, die nach der Blüte nach oben wachsen, irgendwann wieder abfällt. Aber wir sehen trotzdem, dass es immer einen Knick im Wachstum gibt. Und wenn wir jetzt eben diese Knicks nach unten abzählen, dann kommen wir eben ziemlich genau auf diese 400 Jahre, wenn wir pro Knick 15 Jahre entsprechend veranschlagen. Ja? Man darf auch davon ausgehen, dass ein Drachenbaum relativ früh seine Endhöhe erreicht. Die wachsen, je nachdem, wie gut die Wachstumsbedingungen sind, erstmal sehr stark nach oben, bevor sie das erste Mal blühen. Und die Höhe, bei der sie das erste Mal blühen, entspricht in vielen Fällen auch plus minus bereits der Endhöhe. Also je besser die Wachstumsbedingungen, der hier steht relativ günstig, deshalb ist er auch sehr, sehr hoch, dürfte auch ungefähr der höchste sein, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch im hohen Alter erstens mal überhaupt alt wird und zweitens dann auch eine relativ große Krone ausbildet. Für eine so große Pflanze, die Unterseite gucken wir uns nachher noch genauer an, ist die Menge an Laub bzw. an photosynthetisch aktiver Biomasse, die der hat, verschwindend gering. Und der Grund ist ungefähr ziemlich genau der gleiche, wie wir das auch schon im Sukkulentenbusch im letzten Teil gesehen haben. Du sparst enorm Wasser, wenn du als vergleichsweise große Pflanze mit viel Raum, um Wasser zu speichern, nur ganz wenige Blätter hast, die Wasser verbrauchen. Und außerdem dazu noch eine sehr große Wurzel, um dann auch jedes bisschen Wasser aus dem Boden, was da gerade mal verfügbar ist, aufsaugen zu können. Das ist also ein schon durchaus ganz gut funktionierendes Konzept. Der Baum ist allerdings mehr oder weniger am Sterben. Man hat in den letzten Jahren auch schon vermutet, dass er nicht mehr lange lebt. Im Inneren gibt es keinen Stamm mehr. Der ist also innen ziemlich hohl, Stamm in Anführungszeichen, ziemlich hohl und hat dann da eben entsprechend auch Feuchtigkeit eingelagert, was nicht gut ist, weil dadurch kommen dann wieder Pilze, Mikroorganismen, die dann das Feuchte
Holz in großen Anführungszeichen von dieser Pflanze schnell zersetzen. Und das Problem hat man jetzt dadurch gelöst, dass man im Inneren des Baums, was wir hier nicht sehen können und auch nirgendwo sehen können, einen Ventilator installiert hat, der 24/7 eben läuft und mittels ja trockener, warmer Luft, die er da rumventiliert, dafür sorgt, dass das Innere des Baums schön trocken bleibt und damit der Fäulnisprozess, der ihn sonst in Chaos machen würde, ein bisschen eingeschränkt wird. Ne? So, das also erstmal zum Thema Verzweigung und Altersschätzung vom Drachenbaum. Kurze Detailaufnahme, Qualität ist nicht berühmt, aber man kann doch sehen, jeweils da, wo die Knubbelchen in den Ästen drin sind, gibt es so kleine Löcher und bei diesen kleinen Löchern steckte halt auch mal die andere Hälfte bzw. die andere Seite vom immer ja zwillenförmig austreibenden Zweig nach jeder Blüte und die sind halt jeweils abgefallen. Was übrig bleibt, sind dann diese kleinen Löchlein als Narbe des abgeworfenen, abgestorbenen Astes. Also daran kann man auch wunderbar zählen, wie alt der Baum sein mag, indem man einfach diese Löcher von einer Spitze, wo es grün ist, bis runter zum Stamm einfach mal abzählt. So, und dann haben wir hier den sogenannten Stammfuß, weil Stamm ist halt jetzt eben das große Thema. Der Drachenbaum ist nämlich eigentlich kein Baum, sondern ein Spargel. Das muss man jetzt erstmal sitzen lassen. Tatsächlich gehört er zu den Asparagäen, also zu den Spargelgewächsen und kann demzufolge auch nicht wirklich ein Baum sein. Allerdings ist er sehr nah dran für all die vielen Pflanzen, die irgendwie baumförmig wachsen, ohne wirklich ein Baum zu sein. Was ist denn das, was ein Baum zum Baum macht? Das sogenannte sekundäre Dickenwachstum. Im Fall von unseren heimischen Bäumen, alle unsere heimischen Bäume sind auch wirklich Bäume. Wir haben nichts, was nicht ein Baum ist und baumförmig aussieht. In den Subtropen und in den Tropen hingegen gibt es so einiges, was eigentlich gar kein Baum ist, obwohl es so aussieht. Und da gehört der Drachenbaum ganz vorne dazu, denn normalerweise bedeutet sekundäres Dickenwachstum, dass sich unter der Rinde des Baumes das Kambium befindet, das nach innen, also quasi die Rinde nach außen drückt, indem es nach innen neue Holzzellen bildet und nach außen neue Rindenzellen, um die langsam kaputtgehende Rinde zu erneuern und zu ersetzen. Das ist das richtige sekundäre Dickenwachstum, was dann eben auch zu enorm dicken Bäumen wie zum Beispiel dem Arbor del Tuje führen kann, der irgendwie, ich glaube, 16 Meter Durchmesser oder so einen Spaß hat. Weiß ich nicht genau auswendig. Aber das ist alles der Kraft des sekundären dicken Wachstums zu verdanken, dass ein richtiger Baum immer dicker wird, je älter er wird. So, und so ein Drachenbaum, der hat tatsächlich auch eine Form von Kambium, allerdings ein deutlich primitiveres Kambium, das nicht in die eine Richtung Holz und die an die andere Richtung Rinde abgibt, sondern es ist lediglich in der Lage, sich selbst ein bisschen nach außen zu drücken, indem es nach innen sowas Ähnliches wie Holz. Streng genommen ist es halt nicht hundertprozentig Holz, auch wenn es sich sehr so anfühlt und sich auch als solches verwenden lässt, abgibt und dabei eben die Rinde einfach nach außen auch wegdrückt. Aber das Ding kann eben nur dieses Spezialkambium von den Drachenbäumen. Das kommt auch bei nur ganz wenigen anderen Pflanzen außer bei Drachenbäumen vor. Zum Beispiel bei Yucca kann man essen. Ne? Von Yucca, wenn ihr es noch nicht gehört habt, googelt's mal. Die haben das auch und können auf dem Wege auch ein bisschen dicker werden. Und das ist auch die Erklärung, warum dieser Stamm hier so dick ist. Anders als eine alte Palme, die ihr Leben lang nicht wirklich dicker wird, nachdem sie ihre Enddicke erreicht hat, kann ein Drachenbaum noch ein gewisses dicken Wachstum hinkriegen und damit noch ein bisschen dicker werden. Allerdings sind dem Grenzen gesetzt, wie man bei diesem alten Exemplar hier sehen kann. Vom inneren Stamm sieht man nämlich fast nichts mehr, weil hier außen dran diese Wurzeln runterkommen. Im oberen Bildbereich kann man sehen, wie sie da langsam runterwachsen, beziehungsweise wie sie teilweise schon abgestorben sind. Und der wird tatsächlich dadurch dicker, dass er von oben neue, ja, von oben nach unten wachsende Wurzeln ausbildet. Das heißt, von den Ästen können sich sogenannte Adventivwurzeln bilden, die dann eben am Stamm entlang nach unten wachsen oder auch ein bisschen weiter außen nach unten wachsen und dann dafür sorgen, dass der Stammfuß auch immer breiter wird, obwohl der innere Stamm zum Teil schon größtenteils verfault ist oder halt weiter abstirbt. Aber durch diese Adventivverwurzelung bleibt da immer trotzdem ein Baum stehen.
Ja, das ist also eine ganz clevere Methode. Das haben viele tropische und subtropische Baumarten irgendwann für sich entdeckt, allerdings richtige Baumarten. Dass das auch ein Drachenbaum kann, tatsächlich ist das einzige Beispiel, wo ich das mal gesehen habe, dass er das kann, weshalb ich auch sehr überrascht war, dass das kann, ist dieser hier. Ja, also wirklich nur dieses sehr, sehr, sehr alte Exemplar weist diese Adventivbewurzelung auf. Dazu sehen wir gleich noch ein schönes Bild. Und zwar kann man hier ganz gut sehen, wie da bereits die ersten, ja, sieht aus wie ein Ast, ne? So ein bisschen Triebe nach unten wachsen, aber sobald die eben den Bodenbereich erreichen, bilden sich da Wurzeln von diesen Trieben ausgehend, die dann eben auch die Funktion einer Wurzel, nämlich Nährstoff- und Wasseraufnahme bzw. Transport nach oben und Stabilität, dass das Ding nicht umgeschmissen wird, wenn der Wind kommt, vollständig übernehmen können. Ja? Was das also schon ein bisschen komplizierter auch mit der Altersschätzung dieses Baumes macht, weil durch die Adventivwurzeln da so ein paar zusätzliche Stränge dazukommen, die man eigentlich nicht wirklich mitzählen darf und die allerinnersten Äste, dadurch, dass das im Inneren ja hohl ist, wahrscheinlich damit auch die ältesten Äste zum Teil auch gar nicht mehr existieren. Also wir müssen schon auf eine Schätzung zurückgreifen. Vielleicht ist er auch ein bisschen älter als 400, aber man neigt bei solchen Schätzungen ja grundsätzlich immer dazu, Bäume älter zu machen, als sie sind. Und daher halte ich 400 schon für ziemlich realistisch. Ja, das ist es so im Wesentlichen zum Wuchs und zum Aussehen vom Drachenbaum. Jetzt ist noch die Frage zu klären, warum heißt denn der so? Nämlich bereits die Ägypter, wahrscheinlich die ersten, die jemals auf irgendeiner kanarischen Insel vorbeigeschaut haben, also mal abgesehen von den Arabern, ne, und andere Einwohner Afrikas natürlich, aber die erste Hochkultur zumindest, das dürften die Hochkultur der Ägypter gewesen sein, die da zum ersten Mal vorbeigeschaut hat. Selbst die waren heiß auf dieses Zeug. Ja? Und dieses Zeug, das ist jetzt zwar vom falschen Drachenbaum, aber das sieht auch beim Dracoena Draco, also dem kanarischen Drachenbaum so ähnlich aus, ist eben das Harz des Drachenbaumes. Und drum auch Drachenbaum, erstens mal, weil er eben dieses rötlich werdende Harz abgibt. Das ist, wenn es aus dem Baum läuft, erstmal klar, eine farblose Flüssigkeit, aber wenn es trocknet, läuft es rot an. Und wenn man es dann klein reibt oder eben mit Wässerchen verdünnt, dann kriegt man tatsächlich eine rote Soße, die so ein wenig an Blut, ergo Drachenblut erinnert. Übrigens, warum Drachenbaum? Wegen dem roten Blut? Nee, sondern weil jedes Mal, wenn der sich verzweigt, hat das auf die Leute damals so gewirkt, als wäre er quasi eine Hydra, der man den Kopf abschlägt, sprich die Blüte fällt runter, vergeht und in dem Moment wachsen zwei Köpfe nach, also zwei Äste wachsen nach. Ne? Und Hydra ist gleich Drache und so ist man da irgendwie auf den Drachen gekommen, dass der Baum was mit dem Drachen zu tun haben muss. Und dann ist da noch dieses rote Zeug drin und da dachte man an der Mythologie, dass da wohl irgendein Drache mal sein Blut verloren hat und überall da, wo der sein Blut verloren hat, wächst jetzt so ein Baum und da steckt das Drachenblut noch drin. Die Ägypter haben das gebraucht, um ihre Mumien zu mumifizieren. War also durchaus sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll, da ja nur die wertvollen Leute auch mumifiziert worden sind und unter anderem auch als Räucherware. Später wurde es dann interessant und von allen möglichen anderen Völkern bis ins europäische Mittelalter und in die ja, frühe Renaissance rein, wurde es reichlich genutzt. Erstens auch wieder als Räucherware. Ja, als Räucherware war es immer interessant, auch wenn es eher einen beißenden, unangenehmen Rauch gibt, aber trotzdem wirkt das irgendwie enorm fancy und hochwertig. Und man hat dann angefangen, dem Ganzen diverse Heileigenschaften zuzugestehen. Auch die Araber vor allen Dingen waren der Meinung, dass das Ganze antiseptisch wirkt. Später hat man es dann äußerlich gegen Skorbut angewendet, also nicht, weil da irgendwie Vitamin C drin wäre oder sowas, sondern weil es eben astringierend wirkt, zusammenziehend und durch ein bisschen durchblutungsfördernd, wenn man da irgendwas mit einschmiert. Und drum auch, man kann auch eine Wunde damit verkleben. Die ist dann erstmal zu. Und auch da zieht es dann ein bisschen die Feuchtigkeit aus der Wunde raus. Und das kann keine große, ne? Es ist nicht wirklich ein Heilmittel. Aber das kann zumindest erstmal lindernd wirken. Und wegen diesen offensichtlichen Eigenschaften, dass es erstmal zumindest lindernd wirkt, wurde es als Heilmittel eben sehr geschätzt. Und eben auch bei Skorbut zum Beispiel auch aufs Zahnfleisch geklebt. Einfach damit man irgendwas gegen Skorbut getan hat. Die Ursachen davon, und das ist relativ einfach mit
ein bisschen Vitamin C zu behandeln gewesen wäre. Wusste man ja damals noch nicht. Und das machte also Drachenblutharz schon seit Menschengedenken gefühlt zu einem ganz beliebten Handelsgut und heiß begehrt über die Welt verteilt. Überall wollten sie das haben. Und da Drachenbäume, insbesondere Dracaena Draco, nur auf den Kanarischen Inseln, Madeira und, was man allerdings erst seit wenigen Jahren weiß, auch in Nordafrika, ein kleines bisschen Marokko noch vorkommen, ist das Verbreitungsgebiet dieser Bäume entsprechend eingeschränkt und entsprechend schwierig ist es dann auch, an Drachenblutharz ranzukommen. Und drum ist der Drachenbaum auch selten und war lange Zeit vom Aussterben bedroht, weil man ihn eben missbräuchlich recht viel gefällt hat, um ans Drachenblut ranzukommen. Man könnte ihn auch mit Ritzen anritzen und dann einfach warten, bis das rausläuft und das alle paar Jahre machen. Aber das war zu mühsam. Lieber hat man sie gefällt und dann gleich alles mitgenommen, was man irgendwie dann aus dem gefällten Stumpf bzw. aus dem gefällten Stamm entnehmen konnte. Ja, also das ist der Grund, warum der Drachenbaum Drachenbaum heißt. Und das Zeug nennt sich auf Lateinisch sehr schön klingend Sanguis Draconis. Spannend, ne? Ich hoffe. So, und weil ihr mir jetzt alle so brav zugehört habt, gibt es zur Entspannung eine Katze. Oh, die war übrigens wirklich sehr lieb und hat sich ganz viel streicheln lassen. Tut überhaupt nichts zur Sache, aber ich wollte sie irgendwo einbauen. Weiter geht's mit den sinnvollen Dingen. Das Wichtige ist nochmal der Hinweis, so sieht die entsprechende Klimazone, die thermophile Trockenbusch üblicherweise heute aus. Es sind fast immer irgendwelche engen Täler. Das ist das Tal von Masca, leider aus dem Bus fotografiert. Und da wächst nicht so viel. Wenn du was anbauen willst, brauchst du Terrassen, wie hier links im Bild, schön zu sehen. Und durchaus schwierig, der Natur da ein Fleckchen nutzbares Land abzugewinnen. Aber die zweite wichtige Pflanze, die wir eben auch in so einer Landschaft finden können, das ist jetzt eine Palme. Und auch eine Palme ist wieder kein Baum. So gesehen könnte man fast sagen, der thermophile Trockenbusch ist so eine Anti-Baum-Landschaft, auch wenn es Sachen gibt, die wie ein Baum aussehen. Wir kehren nochmal zurück zum schönen Dörfchen Masca und sehen da diese lustigen Büschel hier in der unteren Bildhälfte so ein bisschen den Hang hoch gucken. Weiter hinten stehen auch nochmal diese Büschel, weiter hinten am Hang und auch ein Hang weiter können zwei kleine entdeckt werden in der Entfernung. Hier hat es auch wieder welche da unten, immer in den Gebieten, wo vielleicht ein bisschen mehr Wasser ankommt, wo man ein bisschen tiefer im Tale stehen, die ganz gerne, aber trotzdem in eher trockenen Landschaften. Man kann der Landschaft auch ansehen, dass sie trocken ist, da wo nicht wirklich nachgeholfen wird mit Bewässerung, sind meistens irgendwelche Halbtrockensträucher, die da anzutreffen sind und eben diese verdächtig aussehenden Palmen. Das ist eine endemische Art, die gibt es so nur auf den Kanarischen Inseln weltweit und es handelt sich tatsächlich um eine Dattelpalme. Hier schön zu sehen, die vermutlich gar nicht mal schlecht schmeckenden, aber leider sehr mühsam zu essenden Datteln der Kanarischen Dattelpalme. Die sind sehr klein und bestehen fast nur aus Kern, haben also nur sehr wenig essbares Fruchtfleisch letztendlich und sind darum also nicht wirklich zum menschlichen Verzehr zu gebrauchen. Die Vögel freuen sich aber sehr, sehr drüber. Alle Vögel, die auf den Kanaren so wohnen, schauen gerne mal an so einer Dattelpalme vorbei und holen sich da was Gutes. Und auch sonst hat man sie gerne als Viehfutter hin und wieder mal genutzt. Das heißt, wo diese Palmen stehen, hat sie meistens keiner angepflanzt, sondern sie sind noch Überreste eben der natürlichen Vegetation unseres thermophilen Trockenbuschs, aber wir müssen uns klar machen, das ist die einzige Palme, die natürlich auf den Kanarischen Inseln vorkommt. Es gibt noch 7000 Millionen andere Palmen, die irgendwo hingepflanzt worden sind. Insbesondere in den Städten stehen sie gerne am Straßenrand. Völlig zu Recht, sieht ja auch schön aus. Spricht nichts dagegen, da welche hinzustellen. Das sind meistens irgendwelche Palmen aus sonst wo. Oft auch welche, die gar keine Datteln tragen, weil die verlieren die ja auch. Und da muss man hinterher fegen und aufräumen. Daher macht es Sinn, da irgendwas zu nehmen, was nicht regelmäßig was runterschmeißt. Heißt. Und Kokospalmen wäre auch eine schlechte Idee, weil von der Kokosnuss erschlagen zu werden, gehört ja zu den häufigen Gefahren des Waldes. Wer sich an diesen alten Gag von mir noch erinnern mag. Ja, aber
glaube ich nicht, dass sich da irgendjemand noch dran erinnert. Egal. Jedenfalls ist die Phoenix canariensis, ja, Phönix. Dattelpalmen heißen Phönix. Sie haben wahrscheinlich deswegen einen schönen Namen bekommen, Phönix canariensis, weil man eine Dattel schon seit jeher als was sehr Positives wahrgenommen hat und daher sicherlich auch der Botaniker, der das Ding mal Phönix benannt hat, das ganz gut fand. Zweite mögliche Ursache, warum die Dinger denn bitte schön Phönix heißen, könnte an folgendem liegen. Nämlich bei der Palme hinten links oder eher bei den Palmen hinten links können wir sehen, dass die einen auffällig schwarzen Stamm, auch wieder Stamm in Anführungszeichen, weil das ist kein Stamm, es ist eigentlich nur eine Sprossachse, weil eine Palme eben kein Baum ist, sondern eben eine Palme. Und das ist was Spezielles, sieht ein bisschen baumförmig aus, hat aber kein sekundäres Dickenwachstum. Heißt, das sieht man auch schön, wenn man sich so einen Stamm Stängel von der Palme mal anguckt, die werden nach unten nicht wirklich dicker, bis auf ganz, ganz unten, wo sie in den Boden übergehen. Da sind sie durch die Wurzeln etwas verdickt. Aber ansonsten haben die immer die gleiche Dicke. Und das liegt daran, dass sie eben kein sekundäres Dickenwachstum haben, sind damit also per Definition, wie wir eben schon gehört haben, kein Baum. Nur so als Fun Fact, wenn ihr mal irgendwo angeben wollt und erklären wollt, warum eine Palme bitte kein Baum ist. Aber trotzdem, die haben so einen auffällig schwarzen Stängel da hinten. Und das ist tatsächlich kein Zufall und da macht der Name Phönix jetzt auch aus einer ganz anderen Sicht Sinn, denn die allermeisten Palmen sind brandresistent. Die alten Blätter der Palme bleiben an der ja noch lange, lange hängen und das macht den Stängel manchmal ein bisschen dicker, als er eigentlich ist. Ich gucke mal, ob ich dazu noch irgendwo ein anderes Bild finde. Jo, weil besonders schön ist das nicht, aber sehen kann man es doch. Ne? Also immer wenn da die Blätter absterben, dann bleiben eben diese Blattnarben, diese Überreste am Stängel bzw. am Stamm eben entsprechend hängen. So, und jetzt kommt eine Feuersbrunst, weil die Franzosen da sind und protestieren und Autos anzünden. Und deswegen fängt auch unsere Palme hier an zu brennen und dann brennen halt diese äußeren Blattüberreste. Die brennen runter bis auf eben den Stamm und wenn die wegbrennen, dann bilden die nach und nach so ein luftiges Aschegewebe. Und dieses luftige Aschegewebe besteht dann eben aus allem Möglichen, aber nichts mehr, was brennbar ist. Und die dicke Schicht an luftigem Gewebe, was halt eben diese luftige Schicht, diese Schutzschicht da bildet, das kann man sich vorstellen wie Isolierschaum, wenn es abgebrannt ist. Und auch das isoliert auch wunderbar gegen hohe Temperaturen. Und wenn es dann also da so ein bisschen an der Palme hochbrennt und sich dann dieser Isolierschaum sozusagen gebildet hat, dann ist der alles weitere Feuer ist der ziemlich egal. Auch die Blätter oben können möglicherweise von der Hitze zerstört werden. Das ist sogar sehr realistisch. Aber nichtsdestotrotz trotz bleibt der Stamm erstmal intakt, das heißt die Wasserleitfähigkeit und die Zucker nach unten Transportierfähigkeit, die eine Palme genau wie ein richtiger Baum auch besitzt, bleibt intakt und dann kann die Palme eben, nachdem sie abgebrannt ist, aus den schwarzen Überresten ihres Selbst wieder neu austreiben. Ja, und das sieht so ein bisschen aus wie Phönix aus der Asche. Und dann wissen wir auch, warum sämtliche Dattelpalmen eben Phönix, was auch immer, Canariensis in diesem Fall heißen. Also die hier nicht, ne? Die Palme im Bild, das ist irgendeine Palme, keine Ahnung, was für eine. Phoenix canariensis ist die hier. Also alle, die hier in und um Maskat rumstehen. So, und das soll es an dieser Stelle zum thermophilen Trockenbusch auch gewesen sein. Im nächsten Teil gehen wir dann endlich in den Lorbeerwald. Vielleicht der spannendste Teil, möglicherweise. Kanarische Kiefernwald ist auch toll und spätestens oben auf dem Berg gibt es dann auch noch schöne Aussicht. Aber der Lorbeerwald ist vielleicht die beeindruckendste Vegetationsform, die wir auf den Kanarischen Inseln finden können. Da können wir uns also schon mal hoffentlich drauf freuen. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Reinschauen, fürs Zuhören, in diesem Fall primär hören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön.